Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es darum, wie man das Pet ertrunkenes Junges bekommt. Und wie man in der Beschreibung bereits lesen kann, wird das verkauft, und zwar von Feylana, die Hippogriffenführerin. Die befindet sich im Gebiet Nashatar bei der 7446, und zwar hier auf der Map. Also von der Umgebung her, hier ja, sind die Tempelruinen und hier unten auch so ein kleiner See, und dann ja, befindet sich daneben diese Feylana hier gerade in der Mitte. Und ja, die kann man dann ansprechen und die verkauft uns das Pet für 40 Mana-Perlen. Das ist halt einfach die Währung, die man hier bekommt durch seltene Gegner, durch Weltquests oder ja, Truhen. Also sozusagen eben aus fast allen Dingen, die man hier in Nashatar erledigen kann. Dann ja, können wir das kaufen. Dann werde ich jetzt das gleiche noch aufwerten, weil das Pet ist leider nur hier in selten, also in grün. Ja, vorhanden, also in ungewöhnlich, selten ist ja blau. Dann werde ich schnell zeigen, was das Pet so alles kann. Und ja, das Spezielle an diesem Pet ist nämlich diese Attacke hier, Unheiliger Aufstieg. Das gibt es zum Beispiel hier nur bei der ungeborenen Valkyr und der geisthafte Schädel. Weitere Pets können diese Attacke nicht, deshalb denke ich mal, könnte es vielleicht interessant sein. Also meiner Meinung nach ist fast so also ein geisthafter Schädel mit Flugattacken. Ich denke mal, es könnte irgendwie speziell sein, dass man da vielleicht die Kombination dann irgendwie einsetzt, geisthafter Biss, dann wird man vielleicht eine Runde betäubt, dann tollkühner Schlag und dann eventuell unheiliger Aufstieg. Mal schauen, ob das irgendwie irgendwann einmal interessant werden kann. Zurzeit denke ich mal noch nicht, aber ja, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, dieses Pet ebenfalls zu bekommen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!